Gut. William, finde den Sender und schalte ihn aus, sonst reißen die Unterwasserbomben den Rumpf auf. Wir haben einen Fehler gemacht. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Und bei all den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen. Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein vollkommen anderes Dokument gefunden. Die Maschinenraumkarte von Sektion F. Ich melde mich, wenn ich sie habe. Tagebuch eines Soldaten. Komm und dann fischen das ab. Die Terroristen werden jeden Augenblick mit dem U-Boot auftauchen. Sie müssen. Wollen auch nicht krepieren. Ist er rausgekommen? Wer? Dann fischen? Nein. Warum sollte er auch nach so langer Zeit? Ist bestimmt kurz vorm Durchdrehen. Eingesperrt im Kontrollraum. Ist da jemand? Noch immer das Wort. Der kommt nie raus. Warum greifen wir nicht von unten heraus an? Töten die Terroristen Schweine selbst! Leidest du vielleicht unter Gedächtnisverlust oder bist du nur komplett zurückgeblieben? Ich bin dein Bruder. Ja, tut mir leid. Aber hast du schon vergessen, was vor 5 Monaten war? Wie der junge Ami mit dem Lasergewehr alle an Bord getötet hat? Keiner konnte ihn aufhalten. Eine Mordmaschine. Seinetwegen haben wir uns doch hier verschanzt und die Tür getarnt, damit er uns nicht findet. Fred! Das war mein Bruder, du! Jo. William, ich habe die Maschinenraumkarte gefunden. Ballasttank, Atomsprengköpfe. Oh Gott, Sektion F erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Die Sektion muss gigantisch sein. Ein Teil davon dürfte aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Sei vorsichtig, William. Keine Ahnung, wie viele Soldaten sich da verstecken könnten.
William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. William, ich habe mir die Atomsprengköpfe in Sektion F mal genauer angesehen. Laut der Maschinenraumkarte lagern da unten Dutzende. Hoffentlich haben die Soldaten damit nichts angestellt. Caroline, ich glaube, ich schaff's nicht. Noch ein paar Wochen vielleicht. Mit ihrer Hilfe. Funkraum. Muss einen Weg hineinfinden. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarde lässt dich dann raus.
Gut gemacht, Blazkowicz. Komm! Alle sind versammelt. Einfach so. Mein Leben. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alle Erlebnisse. Alles weg. Mit einem Mal. Wie Wasser. Wie nie gewesen. Liebling, nimm dir so viel Zeit wie nötig, aber geh irgendwann bitte zu Seth in die Werkstatt und lass dich untersuchen. Ich mach mir Sorgen um dich. Und ich ess besser was, bevor ich umkippe. Oh. Seth, er weiß es so sicher wie ich. Mich kann man nicht heilen. Was ist das? Swing for Kids. Kommen wir schon da. So, gut. Also, Max. Es wird Zeit. Maxas! Hey, Max, guck nicht so. Ich weiß, du magst Rosa. Aber so ist es nun mal. Schweine sterben, damit Menschen was zu essen haben. Maxas! Und wir haben kein Futter mehr. Nur noch für Menschen. Kein Schweinefutter. Maxas! Maxas! Max! Maxas! Okay, Max! Okay! Das Schweinchen bleibt am Leben. Und jetzt guck nicht mehr so traurig. In Ordnung? Wenn du willst, kannst du fröhlich sein, Max. Lächeln! Hey! Max liebt seine Wachsmalstifte.
Geburtstagskarte, okay. Ein schönes Zuhause für uns, Carolina. Sie lagen immer richtig. Unfassbar, dass Caroline tot ist. Wer führt uns jetzt an? Der wütende Schatte, glaube ich. Doch nur als eine Übergangslösung? Bis wir jemand Passenderen gefunden haben? Was weiß ich? Hallo, Captain. Hallo, ciao. Wie fühlt sich Ihr Kopf an, Mr. Stubbins? Gute und schlechte Tage, Irina. Wenn ich meine Pillen nehme, bekomme ich garstige Kopfschmerzen. Was passiert, Mr. Stubbins, wenn Sie sie nicht nehmen? Dann würde ich in einen psychotisch-paranoiden Zustand verfallen. Meine Freunde wären meine Feinde und ich wäre eine Gefahr für mich selbst und meine Umgebung. Ich könnte mich gezwungen sehen, stundenlang wirres und unverständliches Zeug zu reden, ohne zu essen, zu trinken, zu schlafen oder auf die Toilette zu gehen. Ich würde mit den Zähnen knirschen und auf meiner Zunge kauen. Ich wäre nicht ganz ich selbst. Ja, Mr. Stubbins. Deshalb nehmen Sie Ihre Pillen, auch wenn der Kopf wehtut. Falls nötig, lasse ich Sie von Mr. Captain Blazkowicz finden und K.O. schlagen. Ich behalte Sie im Auge. Ja? Sie sind ein wahrer Engel, Irina. Guten Abend, Captain Blazkowicz. Tagebuch des Wiesenau-Rebellen.
Schlimm. Schlimm, was mit Caroline passiert ist. Ich vermisse sie. Gute Anführerin. Nicht so wie der garstige alte Schotte. Hey. Fergus kann nett sein, wenn er will. Wenn er zum Beispiel Leute anbrüllt, die helfen wollen? Oder sie vor allen anfährt? Wow. Diese Grafik wirkt äußerst realistisch. Als wäre ich wirklich im Spiel. Tja, zu mir ist er immer sehr nett. Ja, warum wohl? Hat Fergus vielleicht ein Auge auf unsere süße Maria geworfen? Oh nein. Nein. Bestimmt nicht. Meinst du wirklich? Oder vielleicht hast du ja eine Schwäche für ihn. Ach, Quatsch, hab ich nicht. Wie du meinst, meine Liebe. Aber sag mal, warum wirst du auf einmal so rot? Gott. Diese Leute hängen mit so einem Hals raus. Hallo, mein Freund. Geht's denn jetzt hier weiter? Suche Set. Oh Gott. Was ist das denn? Ich kann nicht aufhören. Bei mir bist du schön.
Nein, 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 nein! Nein, nein! Was zur Hölle ist das da? Tja, was das ist, Riese, was das ist der Körper eines Totenkopfaffen und der Kopf meiner geliebten Siam-Katze Shoshana. Schauen Sie, der Riese wird dir nichts tun, er ist ein guter Junge. Ich habe Shoshana beim Rattenjagen im Reaktorraum gefunden, als wir das U-Boot eroberten. Ein paar Monate später lag sie mit Darmkrebs im Sterben, als ich diesen praktisch hirntoten Affen fand, der auf einer Sprengkapsel rumkaute. Tun Sie mir einen Gefallen, Herr Blaskowitsch. Nehmen Sie die Axt runter. Sie machen mich nervös. Das ist nicht nur mein Lieblingstier, sondern wahrscheinlich auch meine bedeutendste wissenschaftliche Leistung. Ja, du bist bedeutend. Hast du Hunger? Hier, ein Fisch. Also, für eine speziesübergreifende Kopftransplantation muss man A, die Wirbelsäulen verbinden, sie ist okay. B, vollkommen unterschiedliche Biosysteme in Einklang bringen, Atemwege und Blutkreislauf. Okay, verstanden. Sparen Sie sich das Wissenschaftsblabla. Was tue ich hier? Quake wie eine Ente. Sie hatten einen langen Tag und es tut mir leid. Mal sehen. Brauchen Sie ein Schlafmittel, Junge? Nein, nein, ich brauche nur eine Aufgabe. Ablenkung. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Jeder trauert auf seine Weise. Aber ich habe die perfekte Ablenkung für Sie. Vor ein paar Tagen bat Anja mich, eine Schießanlage für die Kämpfe an Bord zu bauen. Sie ist fast fertig. Aber ich habe mit einer alten Drohne für Zielübungen experimentiert, als dieses verdammte Ding plötzlich total durchgedreht ist und dachte, es könnte einen auf Heiler machen. Also habe ich es da eingesperrt. Könnten Sie vielleicht da reingehen und es zerstören? Und probieren Sie auch die Schießanlage aus, mal sehen, wie sie Ihnen gefällt. Berichten Sie mir später davon, okay? Okay, ich schaue es mir an. Das weiß ich sehr zu schätzen. Okay. Sitztagebuch. Notizen.